Gut, dass das hier auf einem Übungsplatz und nicht im Straßenverkehr passiert ist. Denn wäre das Wasser ein echtes Hindernis gewesen, hätte diese Situation mit Sicherheit ein schlimmes Ende genommen. Doch genau um diese Prävention vor Unfällen geht es auf der Anlage des ADAC in Burgsee bei Kiel. Hier können Autofahrer jeder Altersstufe und Erfahrung ein Fahrsicherheitstraining absolvieren. Heute lässt sich Redakteurin Beke Zill von ADAC-Trainer Dirk Trasser zeigen, wie man in Sachen Autofahren noch sicherer unterwegs ist. Doch bevor es ans Eingemachte geht, wird erst einmal die Sitzposition vom Profi unter die Lupe genommen. Und als gutes Maß, wie ich mir den Abstand einstellen kann vom Sitz zu den Pedalen, ist, wenn Sie mal mit dem linken Fuß das Kupplungspedal ganz durchtreten, bitte. Dass wir hier eben keine, so wie wir das hier in dem Fall gerade sehen, kein komplett gestrecktes Bein haben. Das heißt, nach Möglichkeit sollte das Bein so leicht angewinkelt sein, dass wenn eine Belastung auf den Fuß kommt, dass das Bein quasi einknickt. Das ist das Erste. Und ich werde jetzt einfach mal die Dynamik, das heißt diese Seitenkraft, die auf Sie im Grunde genommen eingewirkt hat, auf das Fahrzeug, aber auch auf Ihren Oberkörper, werde ich einfach mal simulieren. Ja. Das heißt, ich drücke jetzt mal oben gegen Ihre Schultern und Sie nehmen aber ganz normal die Lenkposition ein. Genau. Wenn ich also jetzt diese Kraft mal symbolisiere, dann passiert Folgendes. Ich drücke Sie auf die Seite, um dass Sie nachher nicht mit dem Kopf auf der Beifahrerseite sitzen, machen Sie eins, nämlich Sie halten sich fest. Das heißt, Sie würden sich jetzt in dem Fall verkrampfen. Das hängt damit zusammen, dass hier hinten in diesem Bereich Ihres Schulterblattes zum Sitz ungefähr so viel Platz ist. Das heißt, der optimale Punkt ist, wir haben bei den heutig modernen Fahrzeugen, haben wir so tolle Sitzwangen hier an der Seite. Die müssen wir nutzen. Das heißt, wir müssen hinten wirklich mit dem Schulterblatt anlehnen im Sitz. Jetzt kann es losgehen. Bremsen und richtig auf Situationen im Straßenverkehr reagieren stehen jetzt auf dem Plan. Ein wichtiges Thema. Denn? Also wir haben herausgefunden und auch die Unfallforschung bestätigt die Zahlen, dass viele Leute die entscheidenden Meter, dass wenn es zum Beispiel auf ein Stauende zugeht, dass sie nicht konsequent genug die Bremse betätigen. Folglich verschenke ich Bremsweg, folglich wird mein Bremsweg länger und schlimmstenfalls kommt es zu Unfällen. Den Unterschied auf einer simuliert glatten Fahrbahn zwischen Sommer- und Winterreifen bekommt Fahrerin Beke dann auch gleich zu spüren. In kalten Witterungssituationen sind wir darauf angewiesen, dass wir speziell entwickelte Reifentechnologie einsetzen. Und das ist der Winterreifen. Der ist deutlich weicher als ein Sommerreifen und hat dadurch die Möglichkeit, sich besser bei niedrigen Temperaturen in die Fahrbahnoberfläche einzugreifen, einzugraben, also sprich die Kräfte zu übertragen. Der Winterreifen spielt seine komplette Dynamik schon aus und seinen Vorteil aus ab ungefähr 10 Grad plus. Bremsen, ausweichen, reagieren. Und vor allem das eigene Fahrzeug besser kennen und einschätzen lernen. Wer sich genau damit perfekt auf den Winter einstellen möchte, kann sich zu einem Fahrsicherheitstraining des ADAC anmelden. Mehr Infos gibt es im Internet.